So Leute, ich bin's mal wieder, euer Grand Warlord hier. Heute für euch ein neues Video, ein Tag vor DLC 2 Release. Und die Trophäen sind jetzt soeben für PlayStation Network erschienen. Und ich habe mir gedacht, ich mache einfach mal ein Video über den Ablaufplan für morgen. Und dafür bin ich nicht allein. Ich habe mir den Cem zu Hilfe geholt, der morgen auch im Livestream dabei sein wird. Grüß dich, Cem. Na klar, grüß euch. Und ja, bevor wir jetzt auf den Stream und den Plan zu sprechen kommen, gehen wir noch kurz die Trophäen durch, weil meiner Meinung nach ist es eigentlich ziemlich interessant, einen Tag vor Release jetzt noch so ein kleines Appetithäppchen, wie man so schön sagt, zu holen. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit der Trophäe ganz unten, einer zu viel, Cem. Dafür muss man sich in Shadows of Evil, was heißt Shadows of Evil, sag ich schon, in Zetsubou no Shima übergeben. Was kannst du dir darunter vorstellen? Also ich persönlich kann mir jetzt nichts viel darunter vorstellen, vielleicht, dass man irgendwie von der Pflanze angegiftet worden ist, sag ich mal, wenn man sich dann übergibt oder so, keine Ahnung, was denkst du? Ich hätte jetzt eigentlich auch ans Gleiche gedacht, beziehungsweise ich kann es mir jetzt eigentlich auch nicht vorstellen, vielleicht gibt es da auch irgend sowas wie Gifte, wie du schon erwähnt hast, aus den Pflanzen oder halt irgendwie so ein Cocktail, den man ab und zu nehmen muss, ich weiß es nicht. Ja, das sind nur Vermutungen. Nächste Trophäe, Kammerjäger, beseitigen Sie in Zetsubou no Shima Spinnennetze auf jede mögliche Art. Ich weiß nicht, ob es da irgendwas mit Flammen geben wird, ein Flammenwerfer, schätze ich jetzt mal, wird es nicht geben. Aber wer weiß, vielleicht wird es sowas wie Molotow-Cocktails geben, man weiß ja nie. Ja, irgendwas Besonderes, sonst genau, wird es die Trophäe nicht geben. Genau, irgendwas gibt es da bestimmt. Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, irgendwas mit Fallen zu machen, wir werden es sehen. Nächste Trophäe, Cem. Batterien enthalten. Elektrisieren Sie in Zetsubou no Shima einen Zombie mit einem Schild. Naja, die Trophäe sagt es eigentlich schon, dass man ein Elektroschild haben kann, wahrscheinlich. Und ja. Genau, da springen wir jetzt auch direkt zur nächsten Trophäe. Die finde ich auch eigentlich sehr interessant. Im Bauch der Bestie. Lassen Sie sich in Zetsubou no Shima verspeisen und überleben Sie. Und wie das funktionieren soll, weiß ich nicht. Kannst du dir darunter was vorstellen, Cem? Keine Ahnung. Man wird anscheinend von irgendeiner großen Pflanze, vielleicht ist es die Pflanze, die man auch im Trailer gesehen hat, die da so ein bisschen aus dem Boden herauswächst. Vielleicht, dass man da verschluckt werden kann und wie man es überleben kann, ich habe keine Ahnung. Sehen wir aber, denke ich mal, morgen. Nächste Trophäe, Cem. Also, eiserne Lunge, bleiben Sie in Zetsubou no Shima für eine Minute unter Wasser. Die Trophäe spricht wieder eigentlich für sich. Ja, kann man ja nicht viel dazu sagen. Und wir gehen direkt weiter. 10 auf einen Streich. Schalten Sie in Zetsubou no Shima 10 Zombies mit einem Schuss der KT4 aus. Und ich schätze mal, hierbei handelt es sich um die neue Wunderwaffe, Cem, oder was meinst du? Ja, denke ich auch. Aber was sie halt ist, wissen wir halt nicht. Das ist die Frage, das werden wir aber morgen auch sehen. Und das finde ich eigentlich auch cool, dass die im Trailer ja keine Hinweise auf die Wunderwaffe gegeben haben. Wir haben ja ein paar Leaks bekommen, dass es eine Waffe namens Schädel des Namens Subway geben soll oder auch Takios Schwert. Was jetzt im Prinzip, was jetzt da durchkommt, werden wir jetzt morgen sehen. Nächste Trophäe, Cem. Das ultimative Opfer. Erlangen Sie in Zetsubou no Shima den Schädel von Nan Safe. Und das haben wir auch schon in den Gamecodes gesehen. Das war ja das große... Ja, das große Mysterium, Nan Subway, für alle, die es noch nicht wissen, war ja ein Donnergott. Und ich weiß nicht, vielleicht kann man mit Hilfe dieses Schädels irgendeine Wunderwaffe bauen, vielleicht sogar eine zweite Wunderwaffe. Oder es ist, kann natürlich auch sein, dass es ein Zwischenschritt beziehungsweise eine, wie soll man sagen, ein Hilfsmittel fürs Easter Egg ist, genau. Und ja. Willst du noch was dazu anmerken, oder? Nee, das war eigentlich so viel. Dann kommen wir zur nächsten Trophäe. Pflanzenheilkunde. Kehren Sie in Zetsubou no Shima mit Hilfe einer Pflanze ins Leben zurück. Cem, bitte. Wahrscheinlich kann man sich durch eine Pflanze reviven lassen. Also, ja. Es kann gut sein. Ich habe aber mir auch was dabei gedacht. Und zwar, wenn ihr euch den Trailer angeschaut habt zu Zetsubou no Shima, dann habt ihr gesehen, neben der Gatling ist einmal dieses komische Teil gespawnt. Ja. Und vielleicht, das ist ja sowas für alle, die Dragon Ball kennen, die magische Bohne aus Dragon Ball. Und man hat sozusagen einmal Quick Revive. Und ja, würde ich eigentlich ziemlich cool finden, ob es wirklich so ist, sehen wir morgen. Nächste Trophäe, Lebenselixier. Trinken Sie in Zetsubou no Shima frischen Witwenwein. Und die Betonung liegt hier auf frischen. Und Cem, du hast da vorher schon guten Gedanken zu gehabt. Ja, wahrscheinlich in der Spinnenrunde, wenn man eine Spinne killt oder die letzte Spinne in einer gewissen Zeit, also wie auch Shangri-La damals in Black Ops 1, bekommt man vielleicht Widowswein oder irgendein Perk oder irgendein Cocktail oder irgendwas durch die Spinne. Und ja, deshalb ist er dann frisch. Genau. Und zur letzten Trophäe kommen wir jetzt. Versteckte Trophäe. Und ja, es liegt eigentlich nahe, dass es die Easter Egg Trophäe sein wird. Töten Sie Takeo. Keine Ahnung. Wer weiß, was es ist. Ich
Ich schätze mal, morgen werden wir es noch nicht wissen, aber die Woche wäre relativ gut, wenn wir es noch schaffen würden. Ansonsten Livestream. Morgen ist der Livestream geplant, so zwischen 14:30 und 15 Uhr wollen wir anfangen. Wir machen davor noch kurz eine YouTube-Aufnahme, dass auch die, die beim Livestream nicht dabei sein können, auch was zum Gucken haben. Und ansonsten Livestream 14:30, 15 Uhr wieder beginnen. Ich werde natürlich dann ein YouTube-Video und auf meiner Facebook-Page posten, sobald er beginnt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr einschaltet. Er wird, ja, Open End würde ich mal sagen. Vielleicht streamen wir es 3, 4 Uhr in der Nacht. Wir wissen es nicht. Ja. Und ja, ansonsten danke fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen zum DLC-Release. Haut's rein. Bis morgen. Euer Grand Warlord und Franco.